Hier auf Dashboard. Ich habe halben Hamburger zwischen den Zähnen hängen. Das ist ziemlich unschön. So ein ASMR-Video machen, ja, ne? Total. Oh Gott, noch eins. Ich hasse diese Typen, die sowas machen. Gut. Das wow, Moment. Nee, also ich sollte nicht mehr so früh nach dem Essen streamen, das kommt nicht gut. Das kommt wirklich nicht gut. Moment, so, da muss ich hin. So, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Gaskar Vexmax und wir waren dran, den Persona Core hier zu bauen oder zu erforschen, damit wir ihn bauen können. Und in der Zwischenzeit auch noch die T4 Androids. Momentan das Problem ist, dass wir die T3 Androids nicht machen können, weil wir dafür ein paar auf diesem Persona Core brauchen. Und dieser Persona Core kostet natürlich ordentlich. In der Zwischenzeit haben wir dann den hier, der hoffentlich irgendwie wieder nach oben kommt, falls überhaupt. Ich meine, wenn nicht, wäre das scheiße. Moving minus 25, Carrying Capacity plus 50, Efficiency und sonst noch was. Meine Seed, meine Yield, Efficiency. Eventuell sollte ich den, weil wir können ja den hier auch als Workload nehmen. Nehmen wir nicht als Warden. Hand, okay. Mein ist bei dem erste Priorität. Construct ist 0, Smith ist 0, Taylor ist 0, Craft ist 0, Hall ist 1. Clean ist 1. So. Hätten wir das auch gemacht. Nur wie gesagt, müssen wir eben gucken, dass der die HP wieder kriegt. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Naja, das wird schon noch irgendwie. Hoffe ich zumindest mal. Was wir noch haben ist. Ich muss mal nach hier. Und zwar Prism. Da gab es noch mal, oh Gott. Swarm Shell, Access Suit. Oh. Okay, Repair Shell, Fairform. So viel. Vegan, war da nicht nur gerade schon mal eine? Ne, das ist ein Chain Shotgun, Entschuldige. Was kann man. Nee, also hier ist anscheinend nichts von wegen Prism oder so. Aber auch keine Laserwaffen. Haben wir die denn als neue Bank? Nee, haben wir nicht. Haben wir die noch da? Delia. Black Market Trader. Geh mal dahin. In der Zwischenzeit würde ich mal. Nee, hier der hat ja garantiert nicht. Weißt du, wenn ich jetzt auch noch wissen würde, was das zum Teufel noch eins macht? Ah, es ist zum Kotzen. Da wünsche ich mir wirklich, dass da ein bisschen mehr Beschreibung dran wäre. Das wäre schön, aber nein, warum auch? Beschreibung ist zu viel. Kann ich hier irgendwas von wegen Prism machen? Oder Laserwaffen? Nein. Wo werden diese Waffen gemacht? Fuck me. Robotic Assembler? Eventuell? Nö. Wo werden die gemacht? Security? Interessant, was ist das? Fixed Gun Nest with a mounted heavy machine gun. Simple but effective defense building. Fixed Gun Nest with a Mounted Automatic Grenade Launcher. Can be redeployed.
Okay, interessant. Ich will trotzdem das haben, aber diese Crystals finde ich nicht. Aber anderes finde ich auch nicht. Haben wir hier irgendwas, womit ich irgendwas Prisma-artiges machen kann? Nö. Ha, was haben wir hier? Wir haben das Scavenger Bench, die Energy Crucible. Das hier ist für die Roboter. Aber was die Laser angeht, da bin ich ganz leicht verwirrt. Warte mal, lass mich gerade nochmal gucken. Wo zum Teufel. Okay, weg mit dem Chat. Workshop. Ich muss unbedingt nochmal gucken, wie ich das mit dem Laser machen soll. Ich habe da nicht wirklich keine Ahnung. Du suchst Objekte. Hallo? Wieso? Wow, ich bin im Dingens drinne, also hier im Menü von Steam, dieses Workshop-Menü, was du mit Shift-Tab aufmachst. Hier steht nichts. Großartig. Oh mein Gott. Und ich kann nicht mal meine eigenen Mods durchsuchen, weil der das anscheinend irgendwie nicht mag, dass du dich im Spiel im Browser anmelden kannst durch die bestehende Steam-Version auf dem PC. Ich liebe es manchmal. Okay, gehen wir hier auf Spiele, gehen wir hier auf Workshop, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir, durchsuchen, abonnierte Objekte. So, Rimlaser. Wie gesagt, dadurch, dass es hier keine, absolut keine Beschreibung gibt, ist das echt scheiße. Ja, these weapons can be purchased from vendors or crafted after special research. After charge, short, you need a special kind of crystal to make laser weapons. Keine Ahnung, was das ist. Okay, Deep Ore, I have Deep Ore, identify modern source, I can. Its component is set. Was? Oh. Und dafür kriege ich keine Kristalle. Okay. Omnicore Drill Mod allows you to drill deep ores without needing a vein of it to appear on the map. Maybe give. Huh. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Hier heißt das Omnicore Drill. Okay, da will ich nur mal. Ah, gehen wir mal Omni. Omnicore Drill. Wie war's? Keine Ahnung. Oh, hier Omnicore Drill B18. Was macht er jetzt? Ist der wenigstens irgendwie teuer oder sowas? Mod-Settings? Okay, warte mal. Das heißt, den hier mal abonnieren. Gut. Dann gib mir mal RimWorld zurück. Gib mir mal Menü, gib mir mal Save. Ja, ich will diese Laserwaffen unbedingt mal probieren, deswegen. Und ich will jetzt nicht unbedingt eine neue Mob machen, neue Map machen, weil das wäre doof. So. Nein, ist noch nicht hier. Ist immer noch nicht hier. Downloads abgeschlossen. 0 von 1. Hat den jetzt. Download läuft. Download ist abgeschlossen. Hoffe ich jetzt mal. Hat er es jetzt? Hat er es nicht? Aha, da ist er. Wieso steht da B17? Ja, B18. Okay, ich glaube, da muss man noch mal was ändern. Gut, schmeißen wir den rein, machen wir Close, machen wir okay. Dann restartet das ganze Game. Ich muss mal gucken, dass ich die richtige Reihenfolge an Tabs aktiviere, sonst sehe ich nichts. Wie gesagt, einfach hoffen, dass da alles jetzt funktioniert. Dann gucken wir mal, ob wir wirklich die Mod-Settings von dem Mod eingestellt bekommen, weil dann werden wir es so machen, dass wir wesentlich mehr Stein kriegen. Da kriegst du auch Stein raus. Das ist gut. Ich mag Steine. Aber dass wir eben wesentlich weniger von allem anderen kriegen, weil das wäre dann doch ein bisschen overpowered, wenn ich jetzt auch noch, was weiß ich, wie viel Stahl daraus hole. Das kann man so als letzte Möglichkeit sehen für Erze oder so.
Komm, Start oder Crash, eins von beidem. Mein Fuß juckt. Ah, da haben wir es. Okay. Options. Wo haben wir es dann? Mod Settings. Omnicore Drill. Prematerial Sensor unavailable during running game. Available during running game, okay. Resource Lump Size. Yields are capped to produce at least one unit of material. If the yield is scaled down further, the yield value will not change. Instead, the amount of work will increase to compensate. Gut, machen wir Yield auf 50%. Resource Rarity. Aber die auch nur auf 50%. Drillwork per Resource Unit. Is needed to drill each resource. Heißt jetzt, wenn ich jetzt auf plus 400 stelle, dass der mehr Arbeit braucht pro. Okay, das lasse ich einfach mal so. Close, close, load game. Das hier, load, load anyway. Schubidu, bidu, 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 bidu. Was war das schon wieder? Internet, was tust du? Böse. Sehr böse. Ich habe Twitch noch nicht aktiviert, oder? Nee, Twitch ist auf Halt. Böses Ding. Böses, böses, böses Ding. Ja, Moment, es ist am Laden. Damals. Ach, Eclipse? Ich wollte sagen, 20 Uhr ist es schon so dunkel, aber okay, ja, doch, alles gut. So, dann Research Tree. Gibt es jetzt einen neuen Research für whatever? Ich habe gerade Mario Furnace gelesen, entschuldige. Siege Emplacement. Microwave Emitter und Turret. Nö, anscheinend ist das Ding direkt drinnen. Architect. Unter was ist denn das? Oh, hier, Cordura. Okay, 2000 Stahlrot, das ist doch schon ein bisschen was, was das Ding braucht. Okay, Menü, Optionen, Mod-Settings. Wollen wir hoffen, dass der das macht? Ich hab dich nicht angesprochen, Google. Okay. Das heißt, der holt das gar nicht raus. Oh, warte mal, wenn ich jetzt hier das... Tatsächlich, das funktioniert. Cool. Resource Rarity. Wieso? Warte, das ist das Amount of Work, die der machen muss, um das zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Gut, machen wir das auf 100. Aber die Lamp Sizes, die können wir dann eben runterstellen wie sonst was. Ist gut, stellen wir hier auf 50, falls wir es jemals brauchen. Das heißt, wir haben ein Problem, wir kriegen die Dinger einfach nicht. Das heißt, entweder ich kann die Kristalle kaufen oder nicht. Gebt mir nochmal Steam. Scheiße, jetzt habe ich die Seite natürlich weggetan, wo das Ding war. Gott, bin ich doof. Naja, das ist Unicorn, das ist was anderes, naja, das wollen wir doch raus. Prima. Gehen wir wieder auf Workshop. Wie gesagt, ich will das unbedingt wissen, ob es da irgendeine andere Methode gibt, irgendwie an die Kristalle dran zu kommen, weil wie gesagt, das Omnicore Bohrer bringt es jetzt auch nicht. What?
Nee, also irgendwie finde ich hier gar keine Lösung dafür. Das ist doof. Das ist wirklich äußerst doof, dass ich die Kristalle nicht kriege, um sie irgendwie zu missbrauchen. Das ist unschön. Damit hat sich der Mod also erledigt. Dafür bräuchte man wirklich eine neue Map. Prima. Okay. Da kann man jetzt, wie gesagt, nichts dran ändern. Müssen wir mit leben. Ich meine, der hat jetzt auch noch nichts anderes. Ich merke, er hat kein Geld mehr. Ich glaube, mit dem hat er auch schon getradet, ne? Ich meine schon. Ja, gut, okay, dann cancel. Egal. Das heißt, der, wenn der geheilt ist und so wie es aussieht, heilt er sich auch. Der ist dann erstmal fürs Meinen und anderes Krams gut, was wir so nebenher mal brauchen. Jetzt nicht unbedingt für irgendwelche anderen Aufgaben. Ist ja auch relativ egal, wie gesagt, da warten wir, bis wir die T4-Roboter frei haben. Brauchen wir auch. Den AI-Core haben, dann ist alles gut. Und Gott verdammt, mach die Bäume hier weg. Others. Chopwood. Oder gleich hier, nein, Harvest, ne, Cut Plants, genau hier so. Einfach mal hier alles wegballern. Da kann man das in einem schön wegmachen. Hier ein bisschen Boden drüber tun und glücklich sein. Wir könnten auch also einfach so machen. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich wieder nichts. Prima, gib mir das. Gib mir. Nein, falsch. Gib mir das und dann das. So, jetzt sehe ich auch wieder was. Okay. Steine, wie gesagt, haben wir jetzt hier. Mit der zweiten Query, Gott sei Dank. Und der Raum passt genau für eine Query. Ohne das Einsturz. Was ehrlich gesagt ziemlich wichtig ist. Ja, die Tesla-Spule funktioniert nicht so gut, wie ich erwartet habe, aber es funktioniert. Ich bräuchte eine zweite oder sowas. Eine zweite und eine dritte. Aber ich meine, eine reicht erstmal für den Anfang. Ich hätte zwar gerne einen Laser-Turret, aber wir haben jetzt noch anderes Zeug, was wir ausprobieren können. Und zwar das Ding hier. Oder eben das hier. Wobei die Crucible Cores, ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Crucible Core kriege. Aber, naja, da müssen wir gucken. Dieses MMG Nest. Effective Defense Building can be redeployed. Wie viel kostet mich das Ding? Nicht viel. Gebt mir mal eine davon. Ich will dringendst wissen, wie, wo, wer, was ich damit machen kann. Was hier can be redeployed? Interessante Sache. Das ist ein Grenade Launcher, ne? Heavy Machine Gun. Auch interessant. Ich meine, erstmal das Ding gucken, wie es funktioniert. Black Market Trader has left comms range. Ist auch nicht das Problem. Warum brauchte ich noch mal. Ah ja, für den Meta Fabricator. Ja, ist ja gut. Mariel zusammen. Oh, okay. Mann, Lucy, bist du schnell. Apropos schnell, wie steht's mit dem Uran? Da war ja was. Wir haben 145 Uran. Sehr gut. Wer braucht jetzt also nochmal. Braucht ihr den Arm? Nein, wer braucht hier einen Arm? Pareto, genau. Zwei Augen und ein Bein. Ja, okay. Das heißt, der kriegt schon mal Operations. Adbill, zwei Augen und ein. Was war jetzt? Zwei Augen und ein Bein. Install, Advanced, Bionic, Arm. Ich habe kein Bein.
Reach habe ich kein Ei. Advanced Bionic Eye, links und rechts ist okay. Ich habe auch kein Bein. Habe ich kein Bein? Habe ich den nicht angemacht? Builds, Eye, Arm. Bionic Leg. Prosthetic Leg. Davon auch noch zwei. So. In der Zwischenzeit. So, was haben wir hier? Auge, Bein. Ja, ich brauche eine Menge Beine. Oh Mann, hey. Hier habe ich einen Arm. Wo ist Delia? Delia, geht mal nach hier. Hier haben wir Torso, da brauchen wir ein anderes für. Ja, wie gesagt, der hier war der Arm. Hier haben wir noch ein Auge. Hier haben wir. Ja, großer linker Zeh. Der ist schon am Besaufen. Hey, ich bin verheiratet. Erstmal hinwegkippen. Toll. Direkt schon mal fühlen, was der größte Fehler in seinem Leben war. Reitarm. Okay. Was haben wir hier? Was ist das? Right Index Finger burned off. Left Eye bitten out. Wow, also. Ja, ich glaube, ich sollte gucken, dass ich immer so ein oder zwei Arme auf Vorrat habe. Merke ich gerade mal. Naja. Ja, als ein Wargs, die brauche ich nicht. Vanille-Eiscreme. Wieso kann ich die nicht machen? There is no chocolate ice cream around here. Nice. Components. Nee, die ist mir zu teuer. Advanced Components. Macht der nicht. Ethanol. Genau, da war ja was. Das kannst du alles haben. Das ganze Ethanol. Boah, das ist so arschteuer. Das ist der Wahnsinn. Computer Components. Energized Components. Magnetic Coils. Shigarloosh. Kannst du auch haben. Evo, Psychic, Wake Up, Structure Game. Fraktal Enhancement, das ist rarely found anywhere. Oh, Architect, okay. Uran, Stiel, anderes Krams. Psychic Insel, Shocklange. Ein Ohr, okay, ein Ohr. Ja, dab, dab, da. Aber viel haben wir, wie gesagt, hier nicht wirklich. Bier, Triple Rocket Launcher. Okay. Triple Rocket Launcher. Hall of 4. Das wäre natürlich auch mal was Schönes. Sollen wir uns den kaufen? Ich meine, 7, 9 ist okay, nehme ich. Und wie gesagt, ich habe nie zu wenige Holler. Nie. Es gibt sowas nicht. Mega Screen Television. Very entertaining. Komm, holen wir uns davon auch ein. Kommt ins Fernsehzimmer. So, wo ist er? Der hier. Mega Screen Television. Oh Gott, wie weit macht er das? What the fuck? Wahnsinn. Schmeiße ich den direkt hier hin? Ja, ducken, wenn man die Tür aufmacht, ne? Kann man den hier uninstall machen. Und dann eben noch so ein paar Sesselchen schmeißen. Structure, Furniture. Dynamic Relaxation. Oh, LMAA. Reforms to any comfort each person. Das heißt, but sense areas of specific discomfort and provide mild or intensive massaging. Das, ne? Okay, alles klar. Sag ich nichts zu. Man weiß, wie ich das meine. Glaub ich mal. Das ist auch nicht größer. Ne, wir nehmen den normalen Armchair. Du, du, du. So, dann mal so eine Art Kino. Pi mal Daumen. Eclipse is ending. Okay. Dann haben wir unseren Hauler hier. Den Hauler Nummer, ich habe keine Ahnung welchen. Den schmeißen wir dann, denke ich mal, auch nach hier. Das wäre der erste Hall of 4. Nicht schlecht. Dann haben wir noch natürlich den Hauler hier. Ne, gibt es auch noch. Oh, das kann der auch, stimmt. Für sowas sind die gut. Also für sowas. Ey, ich könnte eigentlich 10 davon von den Typen machen und die einfach
alle in die Quere schicken. Wäre eine Möglichkeit, ne? Nee, Health. Genau. Ah. Geh mal. Moving weakened. By hydraulic frame. Naja, passiert. Interessant ist halt eben, dass dem. Okay, gut. Dass dem seine Dingens hier. Ja, Dingens eben nicht steigen. Das ist schade. Aber, naja. Okay, doch, es steigt, aber langsam. Die anderen waren aber nicht am Steigen. Oder bin ich blöd? Ah, whatever, ich lasse ihn machen. Wie gesagt, solange die das machen, da kann ich dann, was weiß ich, wenn ich mal 10 habe oder so, am besten von den T4ern natürlich, da kann ich dann so alle in die Quere schicken und glücklich sein, weißt du. Zu wissen, dass du Sklavenarbeit hast. Robotische Sklavenarbeit. Du, Activate. Ich wüsste ja wirklich mal sehr, sehr gerne. Von wegen, wie viel kann der nehmen? Wie viel schafft es? Oh, nur von 21 Kilo, da steht ja was. Jetzt will ich wissen, wie die anderen machen. Wo sind meine Hauler? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Da ist einer. So, warte, der hat 21, der hier hat. Der hier hat, der hier hat, der hier hat. Hallo, lass mich den noch. Der lässt mich den nicht anklicken. Oh, leck mich doch am Arsch. Haben wir nicht noch irgendwo anders einen Hauler? Hier haben wir noch einen Hauler. Aber der klickt auch nur auf die Base Station. Naja, ist ja auch egal. So, und wie viel kostet mich jetzt so ein T4 Android? Builds. T4. Kostet mich 250, 20 Advanced, 3 Uranium, 2 Persona Core und 3 Gold. Ja, die Persona Core, die sind jetzt, die kommen ja als nächstes bei dem Research. Aber leck mich am Eimer. Das ist schon, puh, nicht gerade wenig. Energized Component, Advanced Components. Viel Spaß. Obwohl, das kann ich dem wahrscheinlich auch noch geben. Work. Oh Gott, da muss ich aber hier mal machen. Nein! Verdammt! So, bei Craft. Wo ist es? Smelt Items, Operate Pharmaceutical Table, Robotic Assembler, Electrolyzer, Matter Fabricator, Cut Stonework, Drugs at Drugs Lab, Work Refinery. Nee, das ist Robotics Table, Crafting Spot, Do Research. Ne, Operator Mechanoids. Oh, hier. Assemble Components, okay. So, was haben wir hier? Wer ist das? Das ist auch okay. Das hier kriegt er auch als 1. Das wäre ja nichts zu tun dazu in etwa, weißt du. Schläft der eigentlich oder sowas? Also ich meine. Koffein? Was? Okay, muss ich nicht wissen, muss ich nicht fragen. Dann, was ich eventuell mal machen muss. Und zwar gibt es ja noch Arm oder sowas. Ja, Hydraulic Lag. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Das Left Comms Range.
Haben wir nicht noch irgendwie irgendwas für den, um da operieren zu können? Oh. Remove, remove, install cooled battery pack. Install cooled cooling pump. Ja. Doch, hier. Install hydraulic lag. Right leg, hydraulic arm. Left shoulder, okay, right shoulder. Okay. Arm, right shoulder. Install crude battery pack. Genau, machen wir trotzdem. Läuft bei uns. Und ich will, dass das Azlor, ne? Ich glaube, Azlor war das, genau. Das durfte ja kein anderer machen. Das muss ja einer machen, der wirklich Skill hat. So, prioritize operating on Roboter. Machen wir mal 3. Ich weiß, es leckt zwar dann wieder, aber. Oh, halt, stopp. Ich kann ja mal kurz gucken. Gear. Ne, der kann auch 21. Wo ist dann der Unterschied zwischen T1 bis T4? Sehr merkwürdig. Es fällt katastrophically. Großartig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht gerade irgendwie so funktioniert, wie ich mir das denke. Verdammt. Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Eine Menge. Oh, verdammter. Activate. Laut gehen wir mal letzte Autosave um 42. Wir haben 48. Geht kaputt. Ja gut, lassen wir das. Close. Machen wir jetzt mal ein Save, bevor wir den noch töten. Habe ich jetzt schon zu viel Zeug reingesteckt. Dann können wir das mal weitermachen. Verdammt. Skill Requirements Crafting 3. Bei sowas frage ich mich jetzt wirklich, wenn ich was anderes installiere. Oder sagen wir mal, warte mal, ich kann das einmal kurz so machen. Wenn ich mal irgendwen nehme. Als Beispiel. Auge, Auge, Bein. Okay? So, Add Build. Auge, Bein. Ich habe momentan. Advanced Bionic Arm, Arm, Auge. Mach mal ein Auge, Advanced Bionic Eye. Okay, mach mal das hier. Medicine. Works become my Michael. Hier ist dein Medizinskill. Puh, das heißt, entweder Azlor braucht Medizinskill. Wobei ich nicht unbedingt weiß, welches etwas das jetzt macht. Builds, Make Bulk, Neutroamin, Details, Intellectual 6. Das hier macht auch das hier. Bane, Bandage Kits. Minimum Skills ist Medizin 2, aber ich glaube, der hat Medizin gar nichts, ne? Wommers. Gib mir mal, gehen wir mal Azlor. Der hat als Doktor eine 3. Okay, als Doktor hat er eine 3 und als Dingens, keine Ahnung was. Verdammt. Jetzt bin ich wirklich gerade überlegen, ob das so eine gute Idee ist, den daran arbeiten zu lassen. Ich könnte natürlich auch den anderen Roboter dran arbeiten lassen. Der hat bisher eins gemacht, zwei verkackt. Jetzt hat Azlor eins gemacht, eins verkackt.
Ich weiß es nicht. Was zum... Will der Pareto jetzt wirklich im Schlafzimmer... Oh Gott, noch eins. Wenn das gut geht. What the fuck? Hat er das Auge drin? Jo, hat er. Okay. Sight enhanced. Was bringt das eigentlich? Keine Ahnung. Was bringt verbesserte Sicht in dieses Spiel? Kann mir das einer verraten? Ich selber weiß es nämlich wirklich nicht. Oh, vielleicht das Zielen? Nee, oder? Vielleicht? Keine Ahnung. Kann ich noch ein Auge verpassen? Install, Arm, Arm. Was ist das rechte Auge? Ja, rechtes Auge. Da brauchen wir noch ein Bein, da brauchen wir noch ein paar mehr Augen. Tja. Wie gesagt, ich habe hier gleich eine ganze Menge rumrennen, die halb Maschine, halb irgendwie Zellmaterial sind. Da kannst du nicht mehr sagen, dass es irgendwie was anderes als Lebewesen sind. Dann haben wir hier Borg rumlaufen. Oh, das war Lucy. Das war gar nicht der Roboter. So, das heißt, Sight sollte jetzt ganz schön oben, weit oben sein. Ist es auch. Gut. Sehr, sehr gut. Ich bin gerade überlegen. Wir haben hier 100 Stir-Fry Prothesen-Trader. Gib mir mal Delia. Prothesen-Trader. Wir haben ja nicht gerade wenig, würde ich behaupten, ne? Oh, Glitter World. Nehme ich. Für Operationen ist es immer ganz gut zu haben. Rippenimplantate. Was macht denn das Medical? Du keeps the user healthy. Okay. Naja. Moving plus 5%. Jetzt frage ich mich gerade, die haben sowieso schon plus 4 C pro Sekunde. Ich weiß nicht, was C heißt. Auf jeden Fall im Bewegen an sich sind die mit dem Speedskin-Suit schon mal ziemlich krass. Und ich habe 12 Plätze für Rippenimplantate. Gerade denke ich mir so, wenn du 12 mal 5% hast, hast du 60% an Saris Dingsbums. Genau. Eine Menge Dingsbums. An Speed plus noch den Rest von dem Speedsuit. Das ist schnell. Würde ich behaupten. Das sind richtige Flitzer. Wie viel kostet das? Ach nee, das ist, was ich habe. Ach so, scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte noch eine kaufen. Das wäre toll. Nee, also momentan ist da der Rest ziemlich okay. Was habe ich gekauft? Eine Glitterweltmedizin. Da war ja was. Ja, der liegt flach. Ich frage mich gerade, ob ich noch drei Roboter nehmen sollte, um zu gucken, was ich da mit denen machen kann. Weil teuer sind die T2 nicht. Deep Drill Resource Exhausted. Gut, dann Deconstruct. Du, Builds. Wie viel kostet ihr nochmal? 120 Pla-Stiel. 80 normalen Stahl. 20 Komponenten. 10 Gold. Close, machen wir nochmal zwei davon. Oh, warte mal. Hat er eigentlich ein Bett? Nö. Pareto, Fernsehzimmer. Ein sehr guter Brit, das Fernsehzimmer, wohlgemerkt. Okay. Was
They won't attack unless provoked. Jump to location. Oh. Das ist gut. Naja, nein, eigentlich nicht gut. Wie gesagt, die Tesla-Spule funktioniert leider bloß auf einem Ding. Und nicht auf mehreren. Welcher ist jetzt auch exhausted? Der hier. Das ist der Plastil, der ist wichtig. Da mussten wir mal gucken, dass wir da mehr kriegen. Und mit mehr meine ich wirklich viel wie möglich. Auch wenn es mich hier was kostet, aber was klar steht, ist wichtig. Die Dinger hier können wir dann auch abbauen, ne? So wie es scheint. Haben die ihre Arbeit sehr erfolgreich beendet. Hier auch. Das heißt, Build Copy. Da kann ich endlich das hier wegmachen. X, 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 auch X. Das Ding hier ist fertig? Ja. Ich verstehe dieses Gewehr nicht. Das habe ich jetzt so hingestellt. Das heißt, das Ding in dieses Rohr zeigt jetzt gerade auf denjenigen, der es bedient. Ich glaube, das ist nicht ganz so gesund, habe ich gehört. Naja, passiert. Also eins muss ich denen geben, der ist flott wie die Hölle. Also kann ich ja so kaum folgen mit den WASD-Tasten. Na, das ist okay. Escape Pod. Crashing hard nearby. If anyone survives the impact, they will be badly wounded. You can rescue them. You can rescue them, but you also just can fuck them up and be happy. So, wer von denen ist denn schnell? Oh, Paulo ist ziemlich schnell. Rescue. Nurse. Das heißt... Ja, Animals... Oh, Medicine ist schon auf 7. Das ist... What? Achso, incapable of violence. Ja, okay. Prost, was? Feels limited in his feeble human body. He often dreams of going bionic. Dann bist du hier genau richtig. Psychic dull. Psychische Sensitivität minus 50%. Okay, finde ich auch gut. Greedy wiederum. Ja, nicht ganz so toll. Und wenn der mir hier weggehen will, dann capture ich den eben. Wo ist Paulo? Auf seinem Weg. Mit Speed! Waiting medical attention. Lass mich raten, ich habe keine Repair Kits. Ja, kann gut sein. Builds. Repair Kit. Ja, hier machen wir jetzt gleich gerade den nächsten Roboter. Oder Androiden. Ich glaube, die nenne ich dann Androiden. Das hier ist ein Roboter. Component Assembly Bench. Ist schön, dass denn die, wenn die kaputt gehen, bist du auch irgendwie gearscht, ne? Denkst du, du hast keine Komponenten mehr und so ein Ding geht dir kaputt. Da bist du richtig blöde da am Stehen und kannst nichts mehr machen. Naja. Wie viel habe ich noch? 31. Gut. Eine Menge an Plastil ist auch gut. Gold kosten die ja nicht allzu viel. Wie gesagt, ich warte gerade halt einfach nur noch darauf, dass hier der Personal-Core fertig wird. Dann gucke ich mal, wie viel der kostet. Sollte er zu viel kosten, wäre das doof. Wenn nicht, yay. Achso, der ist den Stahlschlagerbrocken am machen. Ich wollte sagen, what the fuck ist der am tun? Aber okay. Okay, Boyle ist noch hier.
Was machst du jetzt? Wenn du jetzt versuchst, da oben hier rauszukommen, ne? Dann hast du dich geschnitten. Glaub mal, ich habe schneller gecaptured als sonst was. Okay, capturen. Emo. Ach ja? Und von welcher Male Space Refugee? Es ist ein Flüchtling. Gut, geh weg. Lassen wir's. Machen wir's einfach mehr Androiden. Die sind freundlicher, die reden weniger. Verschwind du. Haben wir eigentlich sonst noch so viele Tiere hier in der Umgebung? Mehr Lamas. Die Boomaloop-Viecher, die ich echt nicht mag. Mehr Lamas. Hier ist noch ein Schiff. Oh. Interessant. Gar nicht gesehen. Hier sind ein paar Turbinenblades. Okay. Was ist das? Plastil. Und hier ist Uranerz. Ist das dein Ernst? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Axelbrooks is no longer inspired. Inspired Surgery. Health. Oh, das Battery Pack ist drin. Und der hydraulische Arm ebenfalls. Not good Battery Pack macht Moving minus 10. Weil die Arme kaputt gegangen sind, weil die Beine kaputt gegangen sind, funktioniert da zumindest schon mal nichts mehr. Carrying Capacity Efficiency 80. Naja, immerhin. Ich brauche Beine. Ach, ein Prison. Oh, die gehen auf Delia. Okay. Hast du keine Waffe? Du blöde Olle. Okay, zuerst einmal, Paolo. Dann haben wir noch so welche wie Logan, Murdoch, Emo, Marulo geht ebenfalls nach hier. Boah, wer ist am Schießen? Nix schießen. Okay, alles gut. Als nächstes. Rescue Delia. Ja, ihr dürft euch wieder bewegen. Ich würde sagen, lasst Delia auch noch da liegen, ne? Oh, der lässt ja auch noch da liegen. Ihr seid mir ein paar Schwachmaten, hey. Reserve by Emergency Response Bot, okay. Der Rest kann mir erstmal egal sein. Oh, wir haben den neuen. So, was kannst du denn? Nicht viel. Too smart. Okay. Global Learning Factor plus 75%. Mental Break Threshold plus 12%. Melee Dodge Chance plus 15%. Interessant. Wobei Melee und sowas natürlich ziemlich bescheiden sind.
Oh, warte mal, ich frage mich gerade, ob ich die einfach hier stehen lassen kann, ob ich die einfach auf ein Messer in der Hand drücken kann und dann nach. Oh. Weiß ich gar nicht. Wenn das ging, wäre das echt schön. PS, du das weg, du das weg, du das weg. Okay, Work. So, William. William Striker. Oh Mann. 1, 1, 1. So. Wieso geht's dir scheiße? Keine Ahnung. Guck, kriegst du auch weg. Dann Grow kannst du machen. Mine kannst du machen. Plant Card kannst du machen. Flick kannst du machen. Hall und Clean. So, das kann er machen. Was kann der noch machen? Crafting und. Ich würde das Crafting gerne den Leuten überlassen, die es wirklich schon drauf haben. Ich könnte es natürlich so machen, dass ich. Kann ich das? Kann ich das? Kann ich das? Und zwar haben wir hier einmal die Crafting Spot für Zigarillos. Load Intellectual Skill. Da kann man dann 0 bis 7 machen. Genau. Was ist beim. Genau, da muss ich mal gerade kurz durchgucken. Wir haben vieles Kritisches. Okay, das heißt beim Craften als Beispiel. Das hier macht Craften. Unser Niedrigster ist bei 7. Der Rest ist bei 12. So, okay, 12. Wissen wir also. Wenn wir jetzt mal hier gucken. Wir haben hier immer Details von welchen hier. Hier Crafting Skill als Beispiel. Da kann man dann einstellen, welche Crafting Skills die haben müssen, um daran arbeiten zu dürfen. Und wenn wir da jetzt 12 einrichten, ne? Load Crafting, so 12 bis 20, gehen dann nur die Leute dran, die mindestens 12 haben. Und keine, die irgendwie niedriger sind. Da muss ich aber eine ganze Menge machen, hey. Der hier hat zum Beispiel gar nichts davon. Load Crafting Skill 12. Load Crafting Skill 12. Crafting Skill 12. Bei dem hier ist das Schmelzen. Wenn ich jetzt wüsste, was das wäre, wäre es gut. Das hier ist Smelt Metal from Debris, ne? Crafting Skill 0 bis 7. Was hatten wir hier auch 0 bis 7, ne? Ja, 0 bis 7, okay. Das heißt, Steine dürfen nur die machen, die wirklich einen kleinen Crafting Skill haben. Bei dem Ding hier ist das auch schon ein bisschen anders. Da dürfen wir auch nur 12er dran lassen. Ich meine, unsere Dreierbots sind auf 13, soweit ich das weiß. Meine ich, waren die 13, was den Crafting Skill angeht. Von daher sollten die das dann auch noch dürfen. Auf 12. Nur hier 12. Crafting ist ebenfalls 12. Nein, Disassemble Mechanoid ist whatever du möchtest. Ja, es geht dann bis 10. Search Components. Das muss man eh nicht mehr haben. Automatic Rifle. 12. Compound Bow. 12. Die Raketen. Raketen, genau. Machine Gun Crate ist auch 12. Make Exoframe ist bei 12. Tactical Vest ist ebenfalls bei 12. So, was haben wir denn hier, was die Bauteile angeht? Advanced Components. Da kann man auch den Crafting Skill kann man komplett durchmachen. Oh, hey Nord 15, wie geht's, wie steht's? Bei denen auch 0 bis 20. Ich kann eigentlich mal. Hm.
Oh ja, soweit kann ich mich nicht beschweren. Ich bin gerade überlegen, von wegen, wie ich es machen soll, dass manche Aufgaben nur von manchen gemacht werden sollen. Die Crafting Skills, die sind immer so eine Sache. Interessant ist, dass das hier auch alles Crafting Skill ist. Und nicht hier, hier Taylor. Ha. Weave at Loom. Das heißt, das hier ist dann ne, es ist Crafting. Crafting, Crafting. Oh, LMA. Heißt das jetzt? Das macht mich fertig. Wie mal lachst du? Wie malle lachst du langsam? Ja, ist klar. Ich habe keine Ahnung. Bis ich keine Lust mehr habe. Das musst du dir immer so denken. Bei mir gibt es meistens immer nur deswegen. Wann ich anfange, ist, wenn ich Zeit habe, wann ich aufhöre, wenn ich keine Lust mehr habe, beziehungsweise wenn was dazwischen kommt. Ich hatte halt jetzt wirklich gehofft, dass das nicht so wäre, aber dem ist es anscheinend nicht so. Was das Tailoring nämlich angeht, haben wir hier. Oder. Oh nee, warte mal. Relevant Skills, das ist alles Crafting, tatsächlich. Ich bin ja auch doof. Hier ist dann anderes Zeug. Relevant Skills ist dann Mining. Hier ist das Growing. Construction. Plant Cut ist. Ist. Keine Ahnung. Das heißt, wenn Smith, Taylor und Craft alles dazugehört, muss ich eine ganze Menge umordnen. Okay. Savage Apparel. Machen dann nur noch diejenigen, die bis 10 haben. Savage Apparel. Ja. Nee. Warte mal, das. Ach komm, kann ich eigentlich machen, oder? Dann machen wir das so. Oh, mein Auge. Halleluja. Oh, so, schon viel besser. Ja, wie gesagt, das hier, die Parkas. Da müssen wir dann aufpassen. Da machen wir 10 hier. Lizardman Weir, machen wir hier 13. Nein, 13, 13 geht nicht. 13 sind die Bots. Okay, 14, gut. Dann haben wir trotzdem ein Problem, weil ich kann die nicht so machen, dass die. Es sei denn, ich stelle einen anderen Tisch hin. Der. 45 Minuten wieder da. Hoffe ich. Oha, alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich bis dato noch dran bin, aber mal gucken. Wir werden es sehen. Von daher, dir viel Spaß bei was auch immer du tust. Jetzt bin ich mal überlegen. Das hier sind alles natürlich jetzt die Skills. Der hier ist sogar bei 15. 14, 14. Der hier ist bei nur 10, aber das sollte ich nicht machen. Wenn wir den auch bei 14 lassen, wenn wir die alle hier bei 14 lassen. Kann ich einen zweiten Tisch aufstellen, der das Ganze dann auf wesentlich weniger macht. Den hier machen wir noch 14 ebenfalls. Den hier auch. So. Bei der Loom ist es faktisch egal. Da kann man von 0 bis 20 gehen. Hier von 0 bis 10 und hier von 0 bis 10. Man, das braucht nicht unbedingt die. Muss doch nicht mehr. Halleluja, das ging ja schnell. Stonecutter. Make Stoneblocks. Da haben wir dann gar keinen von wegen, wo wir was einrichten möchten. Ja, Intellectual Skills. Stimmt, nee, das hier lasse ich einfach mal so, wie es ist. Das Hauptproblem waren halt eben die Waffen. Das hier und das hier. Und die habe ich ja jetzt soweit eigentlich eingestellt. So wie es eben ging. Hier haben wir jetzt alles bis auf 12 gemacht. Nicht mehr bis auf 0.
So, das heißt, den Yamano 7. Jetzt haben wir eben ein Loch von hier, vom Tabak bis nach oben. Was wir jetzt machen können, ist, wir stellen uns unter Production einen zweiten Electric Tailor Bench. Ja, einen Electric Tailor Bench nochmal auf, eine zweite. Die Frage ist nach wo? Le Frage ist denn nachher wo? Na, kann man nach hier tun. Was soll's. So, stellen wir die zweite eben nach hier. Und dann können wir bei der eben sagen, dass du nur Dingens machen sollst. Genau. Eine Menge Dingens, weißt du. Sarret, von Skill 0 bis Skill 12 oder so, da dran arbeiten sollst, um Zeugs zu machen. Weißt du Bescheid? Könnte ich eigentlich auch hier machen, bei Components, ne? Da hast du ja auch den Crafting Skill. Dass der hier als Beispiel nur von 0 bis nach 12 geht. Ja, von mir ist 0 bis 10. Dann habe ich immer welche, die da ein bisschen dran arbeiten können. Der ist dann 0 bis 14, so in etwa. Das war jetzt Advanced Components, ne? Ja, ne, lass mal. So, der hier. Was weiß ich so. Kann er das morgen machen? Oh, okay. Oh, passiert. So, komm mal hin. Danke sehr. Builds at Bill. So, was machen wir denn hier? Tribal Wear Parka. Pants, T-Shirt, Button-Down Shirt, Duster, Jacket. Auch noch mehr Duster. Ja, ne? Das ist nun mal toll. Oder? Die brauchen 80. Nerke braucht 70. Nein, geh weg. Parker braucht 120 schon. Das ist schon ein bisschen was. Ich habe keiner was. Wie wird das gesprochen? Duque oder was auch immer. Frag mich leichter was. Hosen. Hosen sind gut. Hosen nehme ich. Hosen sind niemals verkehrt. Do until you have. Enough skill. Details. Crafting skill 0 bis 12. So, dann kann ich mich die beiden Roboter, das heißt einmal den William Striker. Na, wo ist es? Hier bei Taylor reintun. Und bei Craft und den Ross Rüß, wie heißt der? Rüß. Den können wir dann auch bei Tailoring und bei Crafting reintun. Und dann sollten die theoretisch nicht mehr in die wichtigen Dinger machen. Wo habe ich den hier überhaupt an? Hier Gedingsbums, ja, ne? Ja. Gut, dass die eben. Wobei ich das ja erstmal gucken muss. Und zwar hatten wir ja noch nicht so wirklich rausgefunden, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Wo sind die eigentlich? Oh ja, okay, der ist am Drillen. Und ja, das mit dem Drillen, das funktioniert tatsächlich. Wenn wir mal hier gucken, bei Mining, da steigt das. Ist die gerade auch am Mining? Wo ist der Typ? In der Query. Ziemlich. Ziemlich langsam. Wenn man sich das anguckt gegen Lucy, ja, das ist langsam. Ah, das ist verflucht langsam. Aber whatever. Aber ich will das jetzt. Ich brauche ein Testobjekt. Geh mal weg hier. Rüst, du gehst weg. So. Der zieht sich Hosen an. Masterwork. Und er macht Hosen. So, und jetzt will ich eben wissen, ob hier der Crafting-Skill dann steigt. Tut er. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit gefunden, das zu machen.
Sehr schön. Die kommen dann also erstmal. Okay. Erstmal so machen und gib mir mal Taylor. Kann ich nicht. Kann ich. Gott, das wird ja allmählich ein bisschen eng. Habe ich das Gefühl. Kann das? Ja, stell ich jetzt noch da. Ja, hier kann ich nichts hinstellen, weil hier die Blastdoor ist. Das wäre äußerst kritisch. Deswegen ballern wir die nach da. Dann können wir da anderes machen. It's no longer incapable of walking. Ja, Ausbruch. Nee, nee, nee. Delia, gib dir mal irgendeine Waffe. Charakter. Shooting auf 11, Melee auf 6. Ja, bitte, Delia, du brauchst eine Waffe. Was geben wir dir dann? Crucible Carbine. Finde ich gut. So. Halleluja, wir haben den Persona Core. Okay, wo kann ich den machen? Kann ich den auch hier machen? Ja. Wie viel kostet der Misch? Plastil, Uran, Gold, Advanced Components, um einen Persona Core zu machen. Ist das gut? Glaub schon. Ich brauche zwei von denen, ne? Apple T4. Details. 250 Plastil. Check. 20 Advanced Components. Soll man machen. 30 Uran. Check. 30 Gold. Check. 2 AI Persona Core. Okay. Close. Du hier. Apple. Persona Core. Zwei Stück. Boah, ist ja 40. Oh, das tut weh. Wie viele Advanced Components haben wir? 5. Wir haben 5. Ja, das viel, habe ich gehört. Jo. Na gut, du Close, du Build, du Advanced Components, bitte der. Bitte sehr, meine ich. So, du until you have 20. Mann, 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 wir haben noch eine Menge zu tun. Die haben euch gesagt, 50 Hosen, ne? Build, Apple, Pants, do until you have 50. So, Skill Range ist von 0 bis 12. War es ja auch 12? Ja. Kann ich hier eigentlich einstellen, wer hier dran arbeiten soll? Nee. Das wäre schön. Wenn ich auch noch auswählen könnte, wer dran arbeiten soll. Ich meine, könnte ich theoretisch, aber lass mal. Hier ist noch. Den dritten Androider machen. Eieieiei. Wenn wir dann die T4 haben, hoffe ich mal, dass der auch dementsprechend arbeiten kann. Apropos Trades, da war ja noch was, was ich gucken wollte. Needs, wie sieht's aus? Tons of Joy. Okay. Warum auch nicht? Also hast einen Roboter und der mag sich einfach selber. Das ist eine super Eigenschaft. Feeling good, comfortable, somewhat impressive. Backroom? Wo zum Fick ist der? Du bist außen. Okay. Spacious Interior. Dieses Tons und Joy haben die beide, das ist der Wahnsinn. Weil wenn ich die, wie gesagt, pushen kann, bis die, was weiß ich, noch haben, wäre es geil. Apropos Research, wo sind wir jetzt eigentlich dran? Weiß es einer? Ich habe da nämlich gerade ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Oh, bei LEDs. Oder LED. Oder explosive, bunte Minen. Minen mit LEDs. Toll. Gibt ja auch nichts Schöneres auf der Welt. Was wollte ich noch machen? Hyperweave, ne? Brauche ich Hyperweave?
Ich glaub nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was braucht man Schnellstes, was die Forschung angeht? Gib mir einen Tipp. Wo gehen wir dran? Brain Surgery? Ich weiß es nicht. Wir haben noch die Anti-Logic. Aber die braucht 64. Oh Gott. 128.000 muss ich dafür forschen. Ach du Heilige. Ich habe gedacht, 20.000 wäre schon viel. Das ist ja wohl mal der Wahnsinn. 64.000 Forschung. Wie soll ich das machen? Da brauche ich ja Jahre für. Das Fenster öffnet sich nicht. Meinst du hier, dass das Roboterfenster? Ja, das hängt manchmal. Im Sinne von, das ist schon offen, aber das hängt dann hier unten. Da siehst du dann hier so ganz, ganz wenig von wegen dem Fenster, dass es sich öffnet. Das ist ein Bug, da muss das Spiel komplett neu starten. Also nicht neu starten im Sinne von neue Maps, sondern einfach nur mal das Spiel ausschalten, neu öffnen. Okay? Das ist es, was man dann machen muss. Oder was ich normalerweise immer mache, um das zu fixen. Und währenddessen wir das machen, muss ich jetzt mal gucken, dass wir ein paar Augen verteilen. Genau, hier. Auge. Welches? Das rechte. Advanced Bionic Eye, Left Eye, Right Eye. Haben wir noch ein Bein? Wieso habe ich keine Advanced Bionic Legs? Weil Details. Bionic Leg, 5 Energized Components. Energized Components haben wir nicht viele. Ich befürchte, ich brauche mehr davon. Ich habe momentan drei Komplexe. Schrei mich, wo baller ich das Ding hin? Oder wo baller ich die nächsten Dinger hin? Das ist eine viel bessere Frage. Wir könnten es hier hin machen, weil wir hier noch eine ganze Menge frei haben. Aber das Ding ist noch nicht fertig. Deswegen, das will ich nicht unterbrechen. Das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Deswegen lassen wir das mal arbeiten. Danach können wir eventuell hier noch ein Areal erstellen, wo wir dann Zeug machen können. Hilft nichts. Also, ich weiß es nicht. Manchmal ist es, manchmal nicht. Das siehst du bei mir auch manchmal. In manchen Streams, da habe ich es. Bis dann irgendwie ein neuer Roboter oder sowas kommt, auf einmal zack, nichts geht mehr, so in etwa. Also, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wieso es zum Teufel manchmal das macht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es ist ein Bug, so viel weiß ich. Es ist einfach nur ein Bug. Wie man da den loswirkt, keine Ahnung. Kannst dir nicht beantworten. Ich weiß es selber nicht. Bei mir ist es mal nicht. Oh, da ist Justin. Oh, Medizin. Und Mining. Da würde ich sagen, stecke ich den nach Mining und bin glücklich. Ich dachte mal Steam neu. Kannst auch.
Kannst du versuchen. Ansonsten, wenn es dann immer noch nicht hilft, starte komplett den Computer neu. Ansonsten, weiß nicht. Wie gesagt, da bin ich relativ aufgeschmissen. Global Workspeed plus 20%. Oh, das ist gut. He will be put in a Palmolive as a bedroom that's too impressive. He also dislikes fancy food and prefers to eat raw. And raw food won't bother him a bit. Und natürlich too smart. Der hat nur Mining und Medizin. Der Rest ist total für den Eimer. Von daher, ich weiß nicht, soll ich ihm auch Crafting geben? Crafting, Mining, ja, ne? Work. Wie heißt der? Justin. Justin, Justin, Justin. Justin. So, du 1, 1. Gebe ich eine 5. 1, nicht 1. Und 3, noch was. Cooking, weg. Hand, weg. Mein Handy, ich habe nicht mit dir geredet. Das machen wir dem 1. Plant Cut machen wir 1. Dann, wie gesagt, bei den anderen 1 und 1 ebenfalls. Das, wenn er nichts zu tun hat, wohlgemerkt. Doch schon. Und warum hat Paolo hier beim Main auf 2? Ah, nee, das ist wegen Dingens, ja, genau. Alles gut. Wollte sagen, wo habe ich eigentlich meine Kartoffeln? Aber die sind ja hier. Kartoffeln. Das hört sich so blöd an, das Wort. Egal. Was ich eventuell machen sollte, ist mehr Frucht. Warum? Mehr Ethanol. Warum? Mehr Geld. Nee, das ist es nicht. Wo mache ich Ethanol? Hier. Vom Berries. Frage ist jetzt natürlich, wie viel Berries habe ich? Wie viel Ethanol kann ich machen? Details. Ich brauche 40 Berries. Das heißt, 10 sind 400 Berries. Ja, machen wir 25, soll reichen. Währenddessen müssen wir da noch ein paar Berries dazu tun. Das heißt, Architekt, Zone Areal, Growing Zone. Kann ich hier nicht eigentlich. Floors. Soll? Bin gerade nur überlegen, ob das was bringt. Wieso musst du überhaupt was essen? Verstehe ich nicht. No repair kit, no repair kit, no repair kit, no repair kit, no repair kit. Oh, das hier ist jetzt schon fertig? Nope. Oh, so geht das also. Okay. Smooth the floor. Nein, nein, halt, halt, stopp. Das meine ich nicht. So, machen wir das da. Und noch hier. Und weil wir so gut sind. Noch irgendwo anders? Ne, eigentlich nicht. Nö, der Rest ist okay. Jo. Ja, und die Wand lasse ich stehen. Die mache ich nicht weg. So viel Mana hast du? 57.635. Ja, ich habe eine Menge Moneten.
Ich frage mich immer noch, was das, was hier der Zellulose-Konverter macht. Ich würde jetzt zu gerne mal. Ich gucke jetzt einfach mal auf die, auf diese an. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich will das wissen, was das bringt. Gib mir mal. Android Tears. Gibt es dazu ein Dokument, wo man mal nachlesen kann, wie, wo, wer, was, wo ist? Order Core Androids. Fractal Enhancement, a special Pill Developer. Ja, das hat man ja gesehen. Ja, T1 Replacements, bla bla, Basic Replacements, bla bla. Advanced Replacements, Steel Plating, Blast Steel Plating, All Kinds of Plants, bla. Nein, das will ich nicht wissen. Ich will wissen von wegen Items und was die machen. Das steht natürlich nirgendwo geschrieben. Wieso nicht? Das ist wirklich sehr schade, dass da nirgendwo steht, wie, was, wo. Das ist so verdammt, kein Food. They do get hungry. They eat usual food like humans to power their own little bioreactor. Stats, Electrical Efficiency, Blood Filtration. Oh. Okay. Also heißen die einfach nur anders. Der Unterschied zwischen denen ist aber gleich null. Wow. Mit anderen Worten, alles, was ich hier momentan machen kann, ist einfach nur Scheiße. Von wegen hier. Ja, ich finde es sehr schade, dass nicht steht, wie, wo, wer, was, was, wo macht. God dang it. Das wäre schön, sowas zu wissen. Naja, was soll's. Dann, Moment, Mann, Moment, Moment. Make Bulk Cerebrus. Ja, weiß ich nicht. Eventuell nicht. Bulk Cerebrus ist schlecht. Adbull. Normale Cerebrus wären, glaube ich, besser. Da kann ich den. Ich habe nichts gesagt. Wo war mein Fenster? Da, ich sehe mich schon wieder nichts. Immer noch glaubt, die Mod hat einen Schaden. Ich kann keine Ahnung. Also, muss man dem Mod-Entwickler einen Bericht schreiben. Heilige Mutter Maria, Jesus. Wie gesagt, so richtig weiß ich es auch noch nicht, so richtig verstehe ich es nicht. Manchmal funktioniert es, andere Male nicht. Jetzt bin ich momentan glücklich, dass es überhaupt mal funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Kannst du bitte proven? Okay. Idee ist. Nee, doch. Erledigt. Okay. Habe ich jetzt keine Forschung mehr?
Nö, okay. Was kommt jetzt also? Mind Implants. Und danach? Vor Tier 3, Tier 4 Androids. Was haben wir dann noch? Was haben wir dann noch? Was haben wir dann noch? Ich wollte noch Ambrosia machen. Keine Ahnung, Hyperreef. Kann man auch machen. Soll man nach einem von denen machen? Weil den Advanced Builder wäre eine Möglichkeit. Brauchen nicht wirklich. Hatte ich schon einen T4 Crafter gemacht? Nee, ne? Ich will jetzt einfach mal wissen. T4 Crafter. So, Radix Simple. Crafterbot Tier 2 kann weg. Robotic Bay. Hollowbot Tier 3. Weiß ich noch nicht, okay. Stimmt. Crafterbot Tier Kitchenbot kann weg. Cleanerbot kann weg. Builderbot kann weg. Hollowbot Tier 2. Kitchenbot Tier 3 kann auch weg. So. Add Bill. Matrix Advanced. Für einen Crafterbot Tier 4. So, was braucht er? Eine Advanced. Eine Advanced braucht zwei Simple, zwei Basic, eine Intermediate. Zwei Simple, zwei Basic. Die Intermediate braucht eine Basic, zwei Simple. Und jede Hiffon braucht eine Simple. Und jede Simple braucht zwei normale Components. Das heißt, hier brauchen wir 14. Mann, das ist schon echt heftig. Oh, Scheiße. Wir brauchen 70. Ne, 70? Sind das 70? Nein. Doch, sind 70. 70 Components. Ach, du Heilige. 70 Komponenten für ein T4. Das tut weh. Das tut richtig weh. Mann, das haut rein. Na dann, bitte sehr, macht mal einer. Ich will den Crafter Tier 4 haben. So, was macht der? Fernsehen. Der ist am Dingensen. Am Dingensen Bummensen, weißt du Bescheid? Was macht der? Crafting. Oh, da ist er schon bei 5. Okay. Es wird, so wie es scheint. Ich sehe schon wieder nichts. Ich habe schon wieder die falschen Fenster offen. Ja, Steam, Login erneuern. Wieso zum Fick muss ich meinen. Die Account-Daten ihre. Was? Steam, fick dich? Mal bitte ganz doll? Die Accounts haben sich geändert. Bitte geben Sie Ihr Passwort erneut ein, um fortzufahren. Was? Oh, LMA Steam, wartest zum. Na, das war falsch. Fick dich, Steam. Wieso zum Teufel muss ich mich anders neu einloggen? Bitte geben Sie den Steam Card Authentifizierungscode ein. Oh mein Gott, Steam. Ja, ist ja gut. Geh weg. Das hat das aber noch nie gemacht. Einfach so mittendrin. Vor allem so oft seit neuestem. Also richtig oft. Kapier ich nicht. Kapier ich nicht.
Wenn mein Handy jetzt auch noch laden würde, wäre es ja toll. Tut's aber nicht. Ach, fick dich. Steam, du bist manchmal echt zum Kotzen, weißt du das? Der Modder ist Kanadier. Naja, kriegst du eben eine Menge Entschuldigung an die Backe geschmissen. Kann der doch nichts für. Ach, schön. Ich frage mich gerade, ob ich den nicht dazu forcen kann, einfach da dran zu bleiben. Ich meine, Joy ist ganz oben. Wäre Impress in Dining Room, Slide die Impress auf Rec Room. Ich weiß immer nicht, was Rec Room ist, aber okay. In Darkness. Okay, dann ballern wir da eine Lampe hin. Structure, glaube ich. Nein, wo war die? Furniture. So. Health needs Charakter. Melee. Es steigt also doch. Das ist gut zu wissen. Ich frage mich aber wirklich, wie lange kann ich den hier lassen, bevor er anfängt langweilig zu werden? Weil interessant ist halt eben, dass die hier, abgesehen von Komfort natürlich und anderen Zeugs, was? Wirklich? Müsst ihr ob... Ach, leck mich doch. Interessant ist, dass die sich nicht ausruhen müssen. Uncomfortable, feeling bad, hast du nicht gesehen. Insulted. Social. Wer war das? Okay. Hat Alien Love bei Xenophile. What? Ja, stimmt, aber ja, Trosma, stimmt ja, es ist ja. God damn it, das ist alles ziemlich bescheiden. Nee, ich kann schlecht Englisch. Oh, okay. Ja, Nimm Google. Google hilft. Also im Englisch, von Deutsch nach Englisch ist es Google relativ okay. Mich haben nämlich schon viele angeschrieben, von Englisch nach Deutsch ins Google mit Google übersetzt, und das ging auch noch klar. Also, wenn du nicht weiterhilfst, benutzt Google. Google kann dir da weiterhelfen. Ich meine, du musst ja auch keine Fachausdrücke haben. Gebt ihm eine Liste mit Mods, sagt ihm, was dein Problem ist, und mehr kannst du nicht machen. By the way, Energize Components. Tun wir das bei dem Table auf oberste Dingsbums. Genau, Dingsbums immer gut. Crafting schon bei 6. Das ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. Wenn man mal so drüber nachdenkt, also. Weil, ich meine, die sind jetzt nicht irgendwie so, dass sie schlafen. Das Einzige, was sie eben tun, ist essen. Komischerweise. Da wünsche ich mir, die würden auf Strom laufen oder so. Das wäre viel interessanter. Nur halt blöd, eben, wenn dann kein Strom mehr da ist. Und dann bräuchte man sowas wie hier, die Roboter haben. Das ist natürlich... Dann wieder ordentlich Spaß, was du noch programmieren musst. Egal, was wir brauchen, sind mehr Roboter, mehr Androids, mehr alles Mögliche. Hey, noch 7 Robotic Components.
Wie sieht's eigentlich Himmel aus? Oder hiermit. Hoch, hoch, hoch. Ach ja, nee, ich brauche ja diese 10 Advanced Components. Oh, verfluchte. Eins noch. Wie viel Uran haben wir? Zu wenig. Alles klar. Ich brauche unbedingt mehr Uran. So, hier können wir bei den Floors direkt mal auf Soil gehen. So, das hilft dem zumindest schon mal. Als nächstes haben wir nämlich dann hier, können wir dann wieder eine weitere Growing Area machen für eben Blümchen. Genau. Weißt du Bescheid. So, hier machen wir dann, weil wir ja Früchte brauchen, ne? Da kann man... Eigentlich Watermelon. Ich glaube nicht, dass ich mit Watermelon Ethanol machen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, in der richtigen Welt geht das, ja klar. Aber ich meine jetzt hier. Ich weiß gar nicht, was hat die meiste Ausbeute? Wassermelone. Braucht... Braucht, braucht, braucht. Ja, hier, 6 Tage. Okay, die braucht 6 Tage. Was braucht das hier? 6,5 Tage. Was braucht die Strawberry? Die braucht nur 6,3 Tage. Wassermelone ist anscheinend am schnellsten. Ethanol ist das Kraftstoff. Nein, nein, nein. Ethanol ist richtig Ethanol. Das machst du hier in dem Elektro... Nee, Quatsch. Wo machst du das? Doch, im Elektrolyzer aus Berries. Kraftstoff ist hier dieses Campyl von Organics. Das machst du eben in der Refinery. Wie auch immer das jetzt nochmal auf Deutsch heißt. Ja, ich spiele das Spiel jetzt schon eine ganze Weile auf Englisch. Ich hab's nicht mehr so mit Deutsch. Refinery. Raffinerie. Genau. Da machst du eben Campfuel von Organics oder eben Biofuel from Grains. Also Biofuel. Biosprit von Weizen oder so. Oder von Mais. Ja, aber hier kannst du eben Wood, Organics und Bambus nehmen. Berries. Welche Berries? Das Blöde ist, es ist kein Dropdown-Menü. Verdammt, nur eins. Sind die Wassermelonen... Wo sind meine Wassermelonen? Da. Werden die all... Sind das alle, die ich habe? Es sind alle, die ich habe. Das ist eine Frucht... Also nehme ich mal sehr stark an, dass die hier dann nur als Berries gelten. Ja. Okay, welche war jetzt nochmal die mit den 6,3? Was ist die Blaubeere? Ne, 6,5. Die Strawberry hat 6,3. Oh, Grapes, sind das auch Früchte? Die hat auch 6,5. Ne, es ist eine Frucht. Cloudberry. Berry. 6,25. Close running cold climates. Na, haben wir nicht wirklich. Gibberisch. Ne, okay. Strawberry wird es. Gut, akzeptiert. Dann Boden. Floors. Till Soil. Warum? Weil wegen. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Na, hier nicht. Cancel, 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 cancel.
Läuft. Gut, meiner Breakfast wäre. Dann mach doch was anderes. Wie wär's damit? Also, was verstehe ich dann eben nicht. Aber okay. Pfeift sich eine Melone rein und weiter geht's. Okay. Das ist, glaube ich. Oh, warte mal. Habe ich nicht? Nee. Okay, warte mal. Lass mich mal versuchen. Wie viel haben wir? Drei. Okay, Rüss. Wir haben drei. Mach mal eben in der Zeit hier. William. Und. Ja, egal. Justin. Justin. So. Damit die auch gleich haben, machen wir das. Oh ne, doch nicht. Okay, ich wollte sagen, was zum. Er ist bei Joy ist am Arbeiten. Okay. Lass mal den arbeiten. Das macht mir nichts. Breakdown Cooler. Nee. The next 3 days. Auch gut. Hier sind jetzt schon die Beeren am Anpflanzen. In der Zwischenzeit. Wo war mein Tabak? War das das hier? Ja, okay. Ja, wie gesagt, immer schön Geld machen. Combat Supplier. Wo man gerade von Geld sprach, ne? Delia, raus aus den Federn. So, wir haben... Wow, eine Menge Bier. Minus 500. Okay, kann ich schon auf Annehmen klicken. Gut. Was haben wir denn so? Eine Menge. Wooden Grand Sculpture. Awful. Prima. Riot Gear, Reflector Helmet. Was ist denn das? Sniper-Reife. Davon haben wir hier noch. Nein, wir haben nur zwei, aber egal. Der Rest ist irgendwie scheiße. Das Torch Sword. Da ist Sword. Das ist noch was ich, glaube ich, machen muss. Weil ich habe ja ein paar, die haben nur Melee-Angriffe. Und bei denen denke ich mir, gerade wenn das Torch Sword macht, was ich mir denke, dass es auch Leute in Brand steckt, ne? Plasma Torch with Grip and Handle. Ich hoffe, das macht dann andere oder steckt andere in Brand. Das wäre wirklich, wirklich von Vorteil. Wie viel kostet mich das Ding? 900 noch was. Gut, den Rest bezahlen wir dem in Zierlos. Nein, ich habe einen Makro-Knopf. Ich klicke nicht die ganze Zeit auf die Maus. Na, 10 zu viel. Das sind 2 zu wenig. Machen wir das. Der hat auch Component, aber die sind mir eindeutig zu teuer. Ich würde sagen, hat der noch irgendwie sowas wie anderes Zeug? Aber nein, hat er nicht. Okay, accept. Was? Ja, confirm. Ja,
Wenn ich hier neue Kolonie gründe, geht das ohne in der alten Welt. Was? Meinst du hier, wenn du auf World klickst und da jetzt auf einem neuen Gebiet drumherum irgendwas machst oder was? Faktisch, wenn du jetzt eine Kolonne losschickst nach in das Gebiet hier und dann klickst von wegen neue Kolonie. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich es noch nicht gemacht habe. Wollte ich eigentlich noch machen, bin ich bisher noch nicht zugekommen. Wie gesagt, dafür habe ich ja mir hier die Roboter geschnappt, auf die Hoffnung, dass dann da irgendwas machen muss. Ich muss zwar einem noch irgendwie was von wegen Konstruktion geben, aber soweit bin ich eben noch nicht. Ja, stimmt, die Android Mind Implants, da war ja was. Ich hasse es, dass hier aber auch nichts steht. Wenn hier wenigstens eine Beschreibung wäre, von was zum Fick dieses Item macht, wäre das toll. Nee, neues Spiel, musst du neu anfangen. Ich brauche gerade ein neues Spiel, dann musst du auf eine neue Welt. Also, das tut mich sorry. Und nein, der Speed ist auf 2, nicht auf 3. Das ist 3, oder fängst dann an zu ruckeln und zu laggen und hast nicht gesehen. Auf 2 geht's noch, das ist jetzt normal Speed. Und selbst das ist schon ziemlich flott. Goldfisch. Okay. Wie weit sind wir hier? Ich meine, der macht ja immer und immer und immer und immer weiter. Charakter. Nochmal auf 6. Kurz vor 7. Wie viele Hosen haben wir? 10. Und wann bist du irgendwann mal fertig? Du kannst doch hier nicht die ganze Zeit weiter raus, Zeug rausholen. Ja, der hat immer einen Minor Break Risk. Bullshit. Genau. Oder meinst du bis später? Zone area, growing area, du hier. Was sagt dort hier? Blueberry, Strawberry. Und gefühlt 50 Milliarden Alpakas. Aber hey, das ist eine gute Wollenproduktion. Also von daher. Apropos Wollenproduktion. Nee, brauchen alle noch. Hier ist Wool Growth. Groß genug. Und ich glaube, ich brauche hier auch noch ein paar von den Betten. Furniture. Animal Bats. So. Also. Ja, doch, die sind alle geschoren. Gut. Was sagt der hier? 17 von 50 Komponenten, die sind viel am machen. Was? Also Advanced Replacement Loss, okay. T3, T4 Androids. Wie gesagt, ich brauche erstmal T4er. Aber die machen ja nicht mal den Persona Core, weil die scheiß Advanced Komponenten nicht machen. Okay, fast. Immerhin haben wir jetzt 10. Das heißt, sie könnten jetzt einen von den Persona Cores machen. Ich habe zu wenig Arbeiter. Ich brauche dringend mehr Arbeiter.
Mit dringend meine ich, brauche dringend mehr Arbeiter. Was für, Moment, Moment, Moment. Nee, doch, nur Crafting Skill. Ich meine, ist mir egal, welche Dinge die haben. Hauptsache, die machen's. Wirklich. Das ist so geil, dass die einfach weiterarbeiten, ohne Stopp. Einfach volle Pulle durch. Das ist wirklich was, was wirklich, wirklich gut ist. Ja, stimmt. Wie geht's bei dem? Neutral. Okay, Mining, komm auf 6. Hier wird's immer hier noch 3. Basic, dann die Intermediate, dann die Advanced. Was braucht die überhaupt sonst noch? Nichts. Okay. Minimum Skills Crafting 16. Obwohl, warte mal, heißt das. Ah, okay. Das heißt, er ist halt bloß ein 16er Skill. Okay, gut. Gut, akzeptiert. Egal, ich kann die Crafting-Dinger immer gut gebrauchen. Wirklich, immer. Wie man sieht, habe ich sie hier ja überall stehen und überall sind sie im Einsatz und ich brauche halt einfach mehr. Das ist ganz simpel. Oh Gott. Wo trägt ihr die Simpel denn jetzt hin? Was zum Fick? Oh, great. Ach, der geht da den Stahl holen. Ach so. Jump to Location. Oh, gut, das sind die Core-Dinger. Okay. Bess, Blitz, wie gut? Hast du schon eine Waffe? Ja. Du bist echt scheiße. Wen schicken wir da oben hin? Weapons Console. Der ganze Rest, außer Maolo, der findet sich bitte mal hier ein. So, nee, Goldfisch, du kommst noch da. Emu nach da. Delia. Keine Ahnung. Vertraue ich zwar nicht, aber die kommt trotzdem nach da. Nee, Quatsch. Delia kommt nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. So weit, so gut. Dann, ich habe gerade Angst, das Dingen zu betätigen. Weil ich nicht weiß, in welche Richtung das schießen soll. Ich hoffe wirklich, das schießt in die richtige Richtung gerade. Sonst habe ich hier die ganze Reihe tot. Das wäre schön. Dann direkt mal safen. So, override. Dann weiß ich nicht, ob ich die benutzen soll oder nicht. Du gehst nach da. Der Peter, der geht nach hier. Ach, kann man Delia nach da tun? Da kann man auch hier noch einen tun. Und hoffentlich die Delia nicht umschießen. Der Rest bleibt erstmal auf Abruf. So, dann haben wir die Tesla-Spule bereit. Ich glaube schon. Hier ist nämlich alles fertig. Die ist auch auf Feuer. Was ist das da? Was ist das da? Sind das entweder zwei Nachzüge oder was ist das? Wo gehen die hin? Wollen die nachher oben oder was? Wieso gehen die hier oben hin? Keine Ahnung. Waren die das oder was? Die Tesla-Spule. Oh Gott, mach mal auf 1, ich sehe ja nichts. Nein! Was tust du?
So, was machen die hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Gut, Azlor ist gut. So. Wen nehmen wir? Die hier. Ja, doch, ja. Die nehmen wir und gehen nach hier oben. Ja. Lass mal die nach da gehen. Kommt ihr, macht mal euch auf den Weg. So, ihr macht das, um hier mal aufzuräumen. Dann haben wir hier oben noch mal Rohle auf der Waffenkonsole. Die können wir wegtun. Boah, Paolo, du bist echt fucking schnell. Ja, was? Research complete? Was? Wer steht denn hier bei Research? What the fuck? Du weit, weit weg. Kommen da noch welche? Nee, eigentlich nicht. So, dann Delia nach da. Du nach da. Du nach da. Der ist schon am Schießen. Ist egal. Kollateralschaden hin oder her. Kann man die nicht? Okay, keine Ahnung. Hier ebenfalls mal weg. Du ebenfalls mal weg. So, das wär's. Also, die lasse ich immer so gerne auf. Ups. Weiß nicht. Kann das mal einer machen? Ja, Pareto, komm hier, mach mal. Not in home area. Ihr seid mir ein paar Schwachmaten, wirklich. Das sollte nicht bei der Home. Schwing deinen verdammten geschuppten Arsch dahin. Mensch. So, komm mal jetzt. Gut. Das nächste ist du. Ja, Konsum, alles klar. No empty grave configured to storage. Muss ich Scheiß ja auch nicht. Okay, erstmal Parat. Nee, not assigned to Hauling. Hauling Crucible Core. Gut, wo ist mein T4? Assembly Bench has broken down, so wie alle 20 Sekunden, schätzungsweise. Das hier ist viel zu voll. Das ist schlecht. Weil, ich weiß nicht, einfach nur nicht gut. Stockpile. Machen wir das eben ein bisschen länger. Structure. Sind jetzt eigentlich alle aus dem Dingens raus? Ja, ne? Kann ich die bitte aus Holz machen? Dungeon Area, Build, Roof.
Ach, je. Oh ja, dann haben wir ja das hier noch. Various. Haben wir noch so alles? Keine Ahnung. Hey, der lebt ja noch. Ups. Kannst du mal einer erbarmen, eventuell? Warte, er hat doch ein Torch-Sword. Gib ihm irgendeiner, der Melee hat. Okay, Marolo. Dich nehmen wir mal als Testsubjekt. Du, geh. Wo ist das Schwert? Hat ich mir nicht davon mal eins geholt? Ja, der Vibroswort. Oh, entschuldige. Ihr dürft auch gehen. Also entweder ich bin blöd oder das Schwert ist weg. Und daran glaube ich nicht. Ich habe das doch gekauft, oder? Und es ist nicht hier. Das heißt, ja, ich habe ja noch anders Bänke. Hier, hier. Da ist es. Das heißt, Paolo Marulo, wo bist du? Was beinahe? Wer von denen ist besser? Charakter. Wir haben Marulo mit 12 und. Okay, Marulo. Du kriegst Equipped Torch Sword. So, gehen wir mal auf 2. Stopp. So. Melee Attack, den hier. Scheint nicht wirklich zu helfen. Na gut. Alter, dauert das wirklich so lange? Okay. Da war er zum Capturen. Hab ich gar nicht gesehen. Und der Rest ist hier tot. Wieso leckt das so auf 2? Okay, jetzt nicht mehr. Hat geleckt. Na gut. Immerhin, was sagt der Charakter? Nudist, pretty. Aha. Wow, Construction 10. Oh, nicht schlecht. Social, Intellectual, Autistic. Ja, okay, ist immer noch das Crafting. Da setze ich Wert drauf. Crafting und Construction. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja eine Freifahrtschein aus dem, hier eine Gefängnisfreikarte erschlichen. Research finde ich Ambrosia, finde ich gut. Mit anderen Worten, Prisoner, Chat and Recruit. Habe da immer nur noch 60. Naja, egal. Solange ich immer genug Stir frei habe, ist alles gut. Aber dazu brauche ich natürlich mal gut Fleisch. Und das ist auch noch so ein Ding, was wirklich nicht das Schönste ist. Der ist hoffentlich wieder ganz. Der ist bei Skill 7. Was macht der? Ist immer noch am Drillen. Am selben Drill. Ey, er ist endlich exhausted. Oh, wo geht der jetzt hin? Auf in die Quarry, ne? Auf in die Quarry. Ist das nicht geil? Oh, ich liebe sie. Oh, eine Aurora. Hey, ich habe endlich mal eine Aurora auf Bild. Toll. Na, endlich. Weißt du, das ist jetzt die dritte Aurora, die ich habe. Aber die erste, die ich mal so zeigen kann.
komm, wechsel mal die Farben. Okay, wir haben es 23. Oh, man sieht, es ist schon wesentlich heller normaler als normal. Weil jetzt immer so leicht pink. Aber man sieht schon. Ja, Aurora, es ist schön. Es ist wirklich mal sehr interessant. Hyperweave. So. Das wäre es jetzt aber erstmal von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Follow da. Oder ganz viel Spaß an der Freude oder so. Pea Guccili Fertigashi Hachihashu au Gesundheit. Warum immer. Wie viele Robots hast du? Zu viele? Viel zu viele. Wir reden ja von... Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Falls ich mich nie verzählt habe. 20, 21, 22. Also momentan 22. 23 ist im Bau, 24 ebenfalls. Eine Menge. Eine große Menge. Aber wie gesagt, das wäre jetzt erstmal von meiner Seite. Morgen kein Stream, morgen bin ich essen. Für wahrscheinlich dann Sonntag wieder, falls ich nicht K.O. im Bett liege. Werden wir sehen. Von daher, euch erstmal noch ein schönes Spiel, einen schönen Freitag und bis zum nächsten Mal bei Wegner Industries. Bye, bye.